Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona Revelations PSP. Kanduri hat in der letzten Folge ein Monster beschwört und dieses Monster haben wir penetriert. War gar nicht so schwer, denn ich hatte ja ganz, ganz viele Personas, die mit dem Element Erde ganz gut zurechtkamen. Mehr oder weniger Glück, würde ich mal sagen. Habe ich ja nicht gewusst irgendwie, aber dementsprechend konnte ich das taktisch einsetzen. Und ich würde mal sagen, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, was jetzt passiert ist. Und zwar folgendes, also so wie ich das jetzt verstehe. Dieses Deva-System, was er da erschaffen hat im Untergrundlabor, ist dafür da, um die Stadt unter Quarantäne zu stellen. Ja, und ich dachte erst, das wäre für die Zombies, also für die Dämonen, aber nein, dieses Deva-System hat dafür gesorgt, dass die ganze Stadt abgeschattet wurde. So, dann hatte er den Wunsch, er wollte aus dieser Stadt ein Riesenschloss machen. Damit ist er ja quasi schon fast verrückt wie Sephiroth, denn der wollte aus der ganzen Erde ein Schiff machen. Aber der gute Kanduri kann sich da ja noch steigern. Und für diesen Wunsch, also wir haben das im Spiegel gesehen, das ist das, was er vorhat. Das ist noch nicht passiert, sondern das passiert noch. Deswegen geht er jetzt in die reale Welt, weil er will, dass das passiert. Dafür hat er einen Impact gebraucht. Er hatte die eine Hälfte von Aki. Sie kam ja von Mei. Aki ist ja die böse Seite von Mei und die hatte quasi die Hälfte vom Impact. So, und um die andere Hälfte zu kriegen, hat er uns quasi gebraucht, damit er, ja, wir sollten ihm die bringen. Sprich, wir sind jetzt im Grunde dafür schuld, dass unsere Stadt vielleicht dem Untergang geweiht ist. Auch nicht schlecht. Das Einzige, was jetzt noch nicht erklärt wurde, ist, wo dieses Mädchen überhaupt herkommt, beziehungsweise warum hilft sie Kanduri? Wenn sie doch Macht, wie so viel Macht hat, wieso macht sie ihn denn nicht fertig? In welcher Beziehung stehen die beiden zueinander? Das gilt es herauszufinden. Zumindest hoffe ich, dass sie das nicht erklärt haben und ich quasi einfach wieder zu blöd war. Aber nein, ich glaube, das ist so die Sache, die uns momentan noch beschäftigen sollte. Und natürlich die Tatsache, die Frage, wie wir letztendlich zu unserer Stadt zurückkommen. Denn das ist ja auch so eine Sache. Da fällt mir spontan ein, dass dieser Devil Boy aus dem Paralleluniversum, der hat doch da so eine Tür gehabt. Vielleicht können wir da irgendwie durch, ich weiß es nicht. Okay, ach, das war doof alles irgendwie. Das ist schon mies. Ich meine, klar, wir wussten, dass er den Impact braucht, aber nicht, dass es quasi dass der Untergang für uns ist, ne? Also, shit. Scheiße, einfach nur scheiße. Aber ein schöner Story-Twist. Jo, Reggie, du bist ja immer noch, du bist immer noch am Leben? Was soll das jetzt? Freu dich doch lieber. Wo ist er? Du Dummi, wir haben dir doch gesagt, du könntest es nicht alleine machen. Er ist zurück zu unserer Welt gegangen. Zu unserer Welt. Dann, auf was wartet ihr dann? Schnell hinter ihm her. Wir können nicht. Wie sollen wir den Typen besiegen, wenn er so eine Power hat? Ja, der hat einen Blitz eingesetzt und die waren schon halb tot. Vergiss es. Wie können wir überhaupt zurück zu unserer Welt kommen? Es muss einen Weg geben. That's the kind of bastard he is. Es muss einen Weg zurückgeben. Er ist ein Bastard und er spielt immer noch mit uns. Sprich, er geht irgendwie davon aus, dass wir ihm folgen. Er hat ja auch so gemeint, ja, hier wollte er mir folgen oder so. Hasst ihr mich? Er legt's richtig drauf an, dass man ihm einen in die Fresse haut. Reggie hat recht. Es muss irgendeinen Weg geben. Anscheinend scheinen wir einmal zuzustimmen. Agreement. Wir teilen beide dieselbe Meinung. Ja. Ja. vielleicht da. Der Ort, wo the place where there were rumors of people being spirited. Vielleicht da, der Ort, wo die, wo es Gerüchte gab, dass die Leute die Seelen von den, da soll es wohl ein Ort gehen, da gehen die Seelen von den Leuten weg, der Schrein vielleicht. Nee, doch nicht, die gejagte Hütte, ja, das wäre auch quasi der einzige Ort, den wir noch nicht erkundet haben. Also irgendwie, ja, klar, hätte man auch drauf kommen können, aber ich wusste gar nicht mehr, dass es da ein gejagtes Haus gibt.
Ich hab mich da öfter mal reingeschlichen, als ich ein Kind war. Meine Mutter würde so sauer werden. Da fällt mir ein, am Anfang, in den ersten zwei, drei Folgen, da war eine, die gefragt hat, ob ich in der gejagten Hütte Verstecke gespielt habe, weil es wohl alle Kinder gemacht haben. Er gehört wohl auch zu allen. Also Mark. Es ist derselbe Ort. Ja, es ist derselbe Ort, wo Seebeck auf unserer Welt ist. Also da, in unserer realistischen Welt, da wo das Seebeck-Gebäude steht, da steht in der Parallelwelt das gejagte Haus. Na, wenn das kein Zufall ist, it's certainly possible. Ja, es ist möglich. Also es ist möglich, dass du quasi, dass da die Verbindung liegt zur anderen Welt. Oh, komm schon, gib doch endlich auf. Manche Sachen sind einfach unmöglich, egal wie hart du es versuchst. Was ist mit dir los? Du warst doch sonst immer so lustig und so guten Mutes. Wir haben schon von Anfang an unsere Zeit verschwendet. Ich glaube, der wird jetzt depressiv. Okay, ich mag keine depressiven Leute. Raus! Gib mir ein anderes Partymitglied. Wir haben hier Reggie. Nein, Spaß. Ich mag Brown. Wir sollten auf jeden Fall jemanden in der Party haben, der uns zum Lachen bringt. Du kannst nicht aufgeben! Geht's hier nicht um deine Welt? Deine Zukunft? Oder lässt du einfach jemanden drüber laufen? Bist du dir sicher, das ist in Ordnung, das alles wegzuwerfen? Ja, die ganze Mühe. Nun, ich bin es jedenfalls nicht. Ich mag diese Stadt. Ich mag alle von euch. Ich mag mich. Und ich kann nicht einfach ruhig bleiben und zuschauen, wie die Dinge zerstört werden. So zerstört werden. Ja, es ist nicht etwas, was ich tun würde. Ja, also es ist, ja, genau. Das ist nicht ihre Art. Die braune Art hat sie nicht. Okay. Euer Boss ist wieder zurück in Aktion. Da ist er wieder, Mann. The worse the bad guy, the stronger the hero looks. Umso schlimmer der schlechte Typ, der böse Typ aussieht, umso stärker sieht der Held aus. Lasst uns gehen. Ja, da ist was dran. Ich meine, umso böser der Typ ist, umso mehr hängt sich der Held rein. Da hat er irgendwie recht. Die Sachen, die wir mögen, ha? Scheint so, aus als hätte hier niemand was dagegen zu sprechen. Ja, lass uns zum gejagten Haus gehen. ASAP. ASAP, Raven. Was ist ASAP? Vielleicht heißt das Haus so, ich weiß es nicht. Guti. Regi, kommst du mit oder bleibst jetzt hier? Ich bin Regi Kido, verdammt. Ja, hab auch nicht was anderes behauptet, gut. Ich bin Regi Kido. Ich weiß auch nicht, was der mir damit sagen will. Vielleicht, keine Ahnung, Ego halt. Mach dir keine Sorgen, Regi. Wir kommen zurück für dich. Welcome back for you. Lassen wir ihn hier jetzt stehen, oder was? We can always be running off with our tails between our legs. Wir können nicht immer wegrennen mit unseren Schwänzen zwischen den Beinen. Also Tail ist doch der Schwanz, ne? Wie von Tails, dieser Fuchsschwanz. Das sagt gerade der Richtige, der gerade alles hinschmeißen wollte. Ich glaube nicht, dass das Kompakt so viel dich so viel machen lässt. Willst du damit sagen, der hat das sich jetzt alles ausgedacht? Guck dir die Blitze an, die er gemacht hat, Mensch. In the Lexikon der in dem Lexikon der Jugend steht nicht das Wort Fail, das Wort Fehlschlag. Es ist vielleicht ein cheesy, ein dummer Spruch, ein dummes Zitat. Aber ich glaube, ich probiere dran zu glauben. Ich nehme einen Versuch daran, es zu glauben. Was der nun wieder? Ich mag Nanjo, aber ich habe Probleme damit, seine Sätze zu übersetzen. Okay, wir gehen jetzt anscheinend raus. Denke ich mal. Und Reggie ist nicht am Start. Ist jetzt. Naja, das Problem ist, die sind jetzt alle wieder da, wo sie stehen. Genau, okay. Ja. Bleib da halt da. Lass ihn mal hier bei den ganzen Dämonen. Ich meine, er ist Reggie Kudo. Er kriegt's hin. Er ist Regi Kudo, er kann gegen den Klimawandel was machen. Er ist Regi Kudo. Sein Name sagt halt alles. Gut. Was wollte ich jetzt genau? Ich wollte mich einfach verpissen. Wie war das? Skill, ne?
Genau, und dann Triesto Magnificentianumor. Und da sind wir wieder. Hey, ja, Regi ist nicht am Start, gut. Ja, von mir aus. Also, was war das jetzt nochmal? Na ja, okay, ich glaube irgendwo unten. Ja, jetzt kommt wieder die Weltkarte, absolut gar keinen Bock, ey. Aber gut. Wir könnten ja aber nochmal in den Schwarzmarkt gehen, auf alle Fälle. Alles außer Gun, Tech und Rush. Gun, Tech und Rush, Gun, Tech und Rush, Gun, Tech und Rush. Wir können ja mal 34. Können wir mal probieren. 34. Ja, guck mal. Alle außer Brown. Hab ich doch mein Ziel erreicht? Klar, wir hatten jetzt einen Bosskampf und da gab es voll Level-Up und so. Bleed. Bleed ist scheiße. Okay, erzähl mal einen Witz. Erzähl mal einen Witz. Naja, Unterschied zwischen Rottweiler und Pudel. Also jetzt habe ich es auch gecheckt. Die Rasse, Mann. Kannst du auch sagen, was ist der Unterschied zwischen Frau und Mann und das Geschlecht? Oh, guck mal, ich kann genauso gute Witze machen, Mann. Ich habe das Niveau von Brown erreicht. Eigentlich, ja, habe ich mich auf sein Niveau runterbegeben. Was soll das jetzt schon wieder? Ihr seid doch alle scheiße, ganz ehrlich. Ach genau, der Nanjo-Fetisch. Ah ja, okay. Kann ich irgendwie... Ich kann bestimmt nicht abhauen. Ne, ich kann bestimmt nicht abhauen. Feuer ist gut. Da war doch irgendwas. Ach ja, da kann ja gar nichts. Da kann ja gar nichts, Mann. Magna, war. Ich habe jetzt das Problem, dass ich die Personas umgerüstet habe. Wann war Stand voll? Ach, Mann. Greif einfach an, Mann. Irgendwas wird schon passen. Ich habe jetzt absolut gar keinen Bock. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Das ist wieder so eine Situation. Ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, ich habe wieder total an Dingen an der Waffe. Ich habe bestimmt wieder 3 oder 4 Stunden lang gekämpft. Aber jetzt ist wieder die Stelle, wo ich mir sage, Story, Story und nochmal Story. So, da diskutiere ich auch nicht. Mit keinem von euch Dämonen werde ich da diskutieren. Da könnt ihr mich alle mal. Ah, ja. Fuck you. Oh, ja. Mir fällt gerade ein, ich habe überhaupt gar kein Safe-Set gesetzt. Das heißt, sollte ich jetzt verlieren, müsste ich den Boss nochmal machen. Da habe ich keinen Bock mehr. Magma. Migidora, ihr solltet doch jetzt einfach rick machen. Ganz ehrlich, Slumba, keine Ahnung, mach irgendwas ja hier, bla bla. Ich habe halt jetzt das Problem, dass ich nicht die richtige Person drin habe, glaube ich. Ja, fuck you. Das hat sie jetzt verdient, weil sie beim Boss nicht so viel XP gekriegt hat. Okay, wir wechseln mal ganz kurz. Der passt, glaube ich. 25, ich setze jetzt einfach mal, genau, der hat ja noch nicht aufgelevelt. Das passt auch, okay. Inside of a Coney. Ich habe noch die Lyrics angeguckt, das hätte ich bei einer Lyrics gesagt. Genau, Moment. Naja, ich müsste jetzt eigentlich nach rechts, aber ich gehe mal schnell hier rein. Nobody comes. Moment, das ist bescheuert, ich bin noch aufgeladen. Vielleicht haben sie jetzt nochmal andere Sachen, ich weiß es nicht. Das ist sowieso unser einziger Laden hier. Dann wiederum, vielleicht haben wir noch nicht alle Waffen, ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. 413.000, Mann! Oh, als wenn ich die Zahlen nur hier lesen könnte, genauso bescheuert, aber ist auch egal. Parrot Guard. York the Guard. Haben wir nicht. York the Guard. Mail. Daybreak. Jagd. Parade. Jagd. Lag. Hab ich nicht, oder? C-Equip. Ah, danke, ich kann quasi... Okay, das ist schon mal gut. Das ist zwar kein direkter Vergleich, aber das heißt, warte mal, wir fangen mal von oben an. Jagdhelm. Ich glaube, das ist jetzt das alles, was dazugekommen ist. Jagd-Armor. Paradehelm. Also Jagd-Armor habe ich schon. Parade-Guard. Brauche ich jetzt quasi die Jagdausrüstung. Ich habe 32-10. Und da habe ich 15-12. 32-10, ist eine minimale Schwäche bei Dings, aber das heißt, das machen wir jetzt wieder mal 5. Wir sind 5, ja genau. Und dann rüste ich erstmal aus. Das ist auch schon wieder die Hälfte weg hier. Fuck it, aber ganz ehrlich, naja. Wir waren ja ganz gut beim Boss, also von daher, mein Gott, ach scheiße, Moment, was? Ah ja, scheiße, das ist ja nur, man only. Da habe ich ja ein Helm zu viel gekauft. Fuck. Egal. Komfort. Jagd-Armor habe ich ja, beziehungsweise ja hier Daybreak-Armor. Paradehelm. Okay, das ist alles kompliziert, ey. Shop, sogar das Shoppen ist kompliziert, was eigentlich total Spaß machen sollte. Wobei, naja, ist auch egal.
Macht das Spaß? Ich weiß nicht. Also im Real Life nicht, aber hier so. Yak Guard. Daybreak. Daybreak hat sie. Daybreak hat sie. Paradeboots. Daybreak. Quasi Daybreak. Daybreak braucht die alte, oder? Daybreak. Daybreak. Parade. Parade besser? Parade, 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 Parade ist nicht besser. Also kaufen wir einmal für. Moment, das habe ich ja gerade gemacht. Jagd. Jagd oder. Nee, Daybreak. Jagd ist ja schon wieder für Kerle. Bäh. Wahrscheinlich irgendwie so Stöckelschuhe oder sowas. Bescheuertet. Ja, da macht man sich auch nur die Füße kaputt, Mädels. Hört auf damit. Das ist nicht gut. Ihr werdet es eines Tages bereuen. Und das alles nur, weil ihr schicker oder weil ihr größer wirken wollt. Ja, total bescheuert. Lasst es bleiben. Ich habe zwar keine Ahnung von Mode. Und im Grunde sollte man auch nicht drauf hören. Aber naja, habt das gehört so. Was wollte ich jetzt noch? Ich wollte noch irgendwas. Ich wollte noch irgendwas von Omega. Daybreak Jagd. Parade. Parade. Jagd Armor habe ich. Die hat Daybreak. Das ist okay. Parade Guard. Daybreak Gauntlet. Jagd Guard. Was ist das nochmal? Was ist das Armor? Moment. Das ist besser, oder? 62, 18. Moment. 62, 29, 14. Ja, das ist. Ist das nochmal was anderes? Ah ja, hier, das ist für die Arme, genau, genau, genau. Für die Arme? Parade Guard. Für die Arme, gut. Dann habe ich das hier. Und dann brauche ich quasi. Was hat die Alte? Die Alte hat Parade Guard. Das heißt, ich brauche einmal das hier. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt hier nicht. Einmal das hier. Und fünfmal. Ich guck lieber nochmal nach. Parade. Parade? Ja. Wobei, was? Ja, okay. Fünfmal das. Fünfmal. Nein, nicht fünfmal. Viermal. Gott verdammt. Die Alte hat doch jetzt was selber. So. Viermal. Lelele. Ausrüsten. Das war jetzt. Ja. Nein, hier, genau. Zack. Ja. Und hier nochmal. Wusch. Und wusch. So. Na, da hat sich das Kämpfen ja wirklich gelohnt. Haben wir noch was? Ich glaube, eins war noch, und zwar die Schuhe. Genau, wir hatten jetzt was hier. Jagd, Parade Boots, Daybreak Greaves, Parade Daybreak. Daybreak ist das. Und das ist aber. Das ist natürlich nur für die Kerle. Und die Kerle brauchen's. Die Kerle brauchen's. Oder? Die Kerle brauchen's. Sowas von. Sprich. Moment. Ich bin gerade ziemlich bescheuert. Ich weiß, aber. Parade. Parade ist das. Und das hier ist nochmal besser. Einmal ausweichen und Verteidigung 18. Also kaufe ich das viermal. Weil das Vibe ist. Hat und so. Bla. Keks. Döner. Gut. Also, rein da, zack. Die hat ja genau die Jagd und Jagd und Jagd. So. Das heißt, perfekt. Dann würde ich jetzt quasi noch die ganzen Sachen verkaufen, die ich nicht brauche. Hier vielleicht nochmal Mailbreaker einmal. Ich lasse das sicherheitshalber einmal drinne. Falls wir da noch was mit unseren Personas machen können. So. Ist das verbesserte Axt? Kann das sein, dass. Okay, die. Bah. 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 Keine Ahnung, wie lange ich den Scheiß schon wieder drin habe. Das lasse ich drinne. Paradehelm kann quasi. Ja, wie gesagt. Einmal. Schuluniform. Wir lassen das die Schuluniform drin und die wird total OVP-Spieler werden, glaube ich. So. Ich meine, die müssen auch später mal wieder zur Schule gehen, ne? Und dann ist es quasi weg. Dann müssen sie alle nackig zur Schule gehen, das wollen wir auch nicht. So. Die Schuhe. Zack. Parade. Hab quasi, wenn man so will, einen Sammelfetisch. Mir doch egal. Verurteilt mich doch alle. Bla bla bla. Dann gehen wir wieder raus. Und dann werde ich aber trotzdem nochmal alles checken.
Ja, Handy, lass mich in Ruhe. Und zwar ganz langsam. Alles checken hier. Hier, das war ja Luna Blade, genau. Das hatte ja irgendwie total bescheuerte Sachen hier irgendwie. Der hat ja nichts. Hätte ich jetzt vielleicht noch gesagt, wir gehen mal nochmal bei den Waffen nachgucken, aber ich denke mal, das ist zu teuer da. Nochmal die Kams. Aber da wir ja vielleicht eh bald abhauen, wir können ja trotzdem nochmal reingehen. Da. Hier, warte mal. Nee, stimmt ja. Da habe ich ja gesagt, die soll eher so kritisch. Was haben wir hier? Goldene Armor. Puh, nee, das ist quasi, ist ja schon vom Sinn her bescheuert. 2 positive und 4 negative. Nö. Das gleicht sich nicht aus. Hier hätten wir noch was. Parrot Guard. Ich quasi den Scheiß jetzt für sie. Nee, den Daybreak, das hatte ich doch jetzt auch gekauft, oder? 1, 2 und 3 runter. Ja. Die Frage ist, was ist mir wichtig? Geschicklichkeit und Agilität für so einen Bogenschützen? Wir lassen es draußen. Und dann die Boots. Hier nochmal Plasma. Haben wir vielleicht noch was anderes? Hier hatten wir noch was. Aber 4 und 5. Backsword. Angriffsstärke, Hit geht aber runter. Backsword. Das ist sogar 6 zu 4. Ah, komm, wir rüsten es mal aus. Sniper geht nicht. Ja, ich habe noch unten gedrückt, Mensch. Nö. Aber schön, dass sie wenigstens dann quasi die Namen so haben, dass du weißt, okay, Jagd ist besser als Parade beispielsweise. Das ist nett. Hier, guck mal, der hat doch... Ja, guck dir mal den Scheiß an, Mann. Ich würde gerne mal wissen, wie lange die Axt schon wieder hat. Ey, bestimmt schon seit 80 Folgen. Oh. Immer dann, wenn ich unten nicht raufgucke, was ich nach dem Kampf kriege, dann habe ich auf jeden Fall was bekommen. Nö. Hier, aber... Ja, das ist total bescheuert. Gerade... Nö. Gut. Leute, dann, Moment, da war noch was, oder? Die Person, das habe ich ja genau. Also, dann würde ich mal sagen, wir schauen in der nächsten Folge mal ganz kurz in den Waffenladen. Vielleicht haben wir das ein oder andere beim letzten Mal nicht eingekauft. Vielleicht haben wir auch gar kein Geld dafür. Dann ist aber hier Zapfen streichen. Dann gehen wir nämlich zu Igor und holen uns total krasse Personas. Vielleicht können wir das ein oder andere ja noch fusionieren. Und dann schauen wir mal, was im gejagten Haus so abgeht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.